Hallo ihr Lieben, meine Kamera wackelt, so. Ich hatte vor kurzem Geburtstag und da habe ich einen 20-Euro-Gutschein für den DM geschenkt bekommen. Da musste ich natürlich direkt am nächsten Tag loslaufen und hysterisch den Gutschein einlösen. Leider habe ich schon den Einkaufszettel weggeschmissen. Schande über mein Haupt. Aber ich zeige euch trotzdem jetzt mal die Sachen. So. Erstmal habe ich in so einem Krabbelwühl-Teller beim DM noch zwei Catrice Lidschatten gefunden. Habe ich natürlich direkt zugeschlagen. Soll jetzt nicht wundern, dass ich die Lidschatten schon auf meiner Hand geswatcht habe. Ich habe das Video eben schon mal gedreht. Nur leider ist mein Akku dann leer gegangen. Deswegen rede ich jetzt auch ein bisschen schneller, weil es kann sein, dass er gleich wieder leer geht. Habe ihn zwar jetzt ein bisschen aufgeladen, aber wer weiß. Die Kamera macht ja immer, was sie will. Einmal hier den braunen Limited Edition Bohemia. Ja, ich merke schon, ich kann gut Englisch aussprechen. Yes, you can. Das ist so ein schönes braun Glitzer. Den swatch ich nochmal ein bisschen. So. Das wäre dieser Swatch hier. Dann nochmal ein Limited Edition Out of Space. Next Up Neptune. Das ist so ein. Geh auf. Blau, Grau, Silber. Und zwar ist das hier. Also schöne Farben. So, dann habe ich mir Nagellack gekauft. Einmal schwarz und einmal weiß von Maybelline New York. Ich wollte eigentlich von P2 oder Essence holen, aber die hatten kein schwarz und weiß im Sortiment. Fragt mich nicht, warum. Ich fand es ein bisschen... Naja. Habe ich mir von denen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie teuer die sind. 1,79 oder 1,89 oder irgendwie sowas im Dreh. Dann habe ich mir drei Essence-Nagellacke gekauft. Achso, ich habe euch die schwarzen und weißen auch noch schnell draufgemalt. Weiß, schwarz, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Dann einmal zwei Nail Art Special Effects Toppers. Einmal eine Farbe Circus Confetti und einmal Purplicious. Das ist einmal so ein lila Glitzer und einmal so ein bunt Glitzer. Bunt Glitzer habe ich schon benutzt, sieht super schön aus, aber ist sehr, sehr schwer wieder von den Nägeln abzukriegen. Da habe ich ein, zwei Tobsuchtsanfälle im Badezimmer gekriegt gehabt, aber wäre schön sein, man muss leiden, wa? Dann sind das hier. Einmal Circus Confetti und einmal Purplicious. So. Den habe ich auch noch nicht benutzt. Das ist ein Nail Art Magnetis in der Farbe Hexex. Das ist so ein grau Metallic. Sehr schön. Sieht sehr, also ich finde es sehr schön. Hier. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und dann habe ich mir noch, ich hatte eigentlich schon immer von MAC so einen Augenbrauenstift, aber das ist mir auf Dauer zu teuer. Vor allem hat er jetzt nur einen Monat gehalten und war jetzt schon leer. Deswegen habe ich mir jetzt den P2 Eyebrow Express in Perfect Brunette geholt. Ja, und ich hoffe mal, ja, das, also er tut es definitiv auch. Ist schön cremig, lässt sich deswegen auch gut verteilen, weil ich mache immer nur so ein paar Punkte und dann verteile ich mit einem Pinsel. Also kann man auf jeden Fall gut benutzen. So, dann war ich heute noch im Müllers. Achso, von diesem Eyepencil habe ich allerdings noch den Preis. 1,95. So. Dann war ich heute im Müllers, weil ich habe wie so eine Verrückte von Catrice Cameron Chameleon gesucht und jetzt gefunden. Ich raste aus, ohne Witz. Ich war schon kurz am Verzweifeln und
mit Müllers in den Kölner Kahn in Kalk. Ja, ich bin extra bis nach Kalk gefahren. Gibt es sie noch, weil die noch nicht das neue Sortiment haben. Und yeah, ich freue mich. Lass mich gucken. Come on, Chameleon. Und my first Copperware Party habe ich auch noch gefunden. Wirklich, ich war so verzweifelt, habe das so verzweifelt überall gesucht. Und jetzt habe ich's. Yeah. Die haben 2,79 beide gekostet. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich eh schon nicht mehr sehen und hören. Aber ich swatche euch sie jetzt trotzdem, dreist wie ich bin. So. Und hier ist Come on Chameleon. Und hier ist Copperware Party. So, ihr wart schon wieder weg. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe mir 5 Nagellack heute von Catrice geholt. Fangen wir an. Bei dem Topcoat. Das ist so ein Frosting-Topcoat. Also mit so einem frostigen Finish geben. Ein frostigen Finish. Der ist so Perlmutt. Weiß ich. Kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen. Also alle Nagellacke kosten 2,49. Dann habe ich den Ultimate Nudes. My Café Olé at Notre Dame. Geholt. Dann jetzt für den Winter. Fand ich den so schön. So einen roten. Marilyn and Me. Rotglitzer ist der. Oh, hier kann man vielleicht ganz gut sehen. Den habe ich euch auch aufgemalt. Fleißig. Hier, der ist das. Dann jetzt für Herbst und Halloween. Rusty but Sexy. Das ist diese Farbe hier. So ein Orangeton. Und dann fand ich jetzt auch so toll für Winter und auch Herbst. Ein Goldton. In the Bronx. Und der sieht so aus. Fand ich ganz schön. Habe ich mir mal gegönnt. Dann, man kann es sehen, habe ich mir so, okay, passt jetzt nicht von Herbst, so Frucht 3D-Gummi-Dinger geholt. So oder so. Und wenn ihr Interesse habt und euch das gefällt, könnt ihr mir das gerne hier unter das Video posten. Dann erzähle ich euch da auch noch ein bisschen mehr zu. Habe ich auch noch in anderen Formaten. Schmetterlinge, Blumen, Bier, Herzchen, Figuren und so weiter. Und wenn das euch interessiert, gerne drunter schreiben. Alles drunter posten, was ihr wollt. So, das war es auch schon. Wir haben es endlich geschafft, nach gefühlt 1000 Mal unterbrechen wegen dem unfreundlichen Akku. Naja, dann tschüss.